Das Schloss Aigen, ein alter Adelssitz im Süden der Mozartstadt am Fuße des Gaisbergs. Umgeben von jeder Menge Grünland lädt dieses schöne Fleckchen zum Entspannen und Genießen ein. Genießen ist auch schon ein gutes Stichwort, denn ein Nebengebäude des Schlosses beherbergt das Haubenlokal Gasthof Schloss Aigen. Im Jahre 1678 wurde dort erstmals die Ausschankgenehmigung erteilt und seit Oktober 2012 leitet die Familie Berger die Geschicke dieses Traditionshauses in einem der wichtigsten Naherholungsgebiete der Salzburger. Genau, also wenn man sozusagen zum Schloss rauf fährt, durch die Allee, die Graf-Revertera-Allee, sieht man die Kirche und das Schloss schon von Weitem. Und dann kommt man so durch das Tor herein in den Vorplatz und linker Hand befindet sich dann eben der Gasthof. Und ja, das ist uns auch wichtig, dass hier schon eigentlich sozusagen der Ausstieg aus dem Alltag beginnt. Einfach um die Seele baumeln zu lassen und wir bemühen uns hier in diesem Ambiente, das einfach fortzusetzen, diese lange Tradition des Genusses, der Erholung. Traditionen zu bewahren ist den neuen Pächtern ein echtes Anliegen. Das gilt auch für die Küche, die sich vor allem durch die Biofleischspezialitäten vom heimischen Rind einen Namen gemacht hat. Im Gasthof Schloss Aigen ist eigentlich das Rindfleisch aus Tradition schon seit Anfang der 90er das Thema und wir haben das so übernommen. Die Tradition eben das gekochte Rindfleisch. Wir haben da 11 verschiedene Variationen. Wird klassisch mit Röstkartoffeln, Cremespinat, Apfel, Creme, Schnittlauchsoße serviert. Und wir legen sehr viel Wert auf die K&K-Küche, sowie auf Klassiker wie das Wiener Schnitzel, Krammelknödel, dann Innereien, ein Kalbsbräuscherl, Leber, Kalbsleber, Entenleber jetzt in der Herbstzeit. Und wir schauen eben auf die traditionelle Zubereitungsart, damit das alles zu unserem Haus passt. Neben dem vielfältigen Fleischangebot kommen aber auch die Vegetarier nicht zu kurz, stehen doch immer 2 bis 3 verschiedene Gerichte zur Auswahl. Und für Fischliebhaber werden zudem frische Fische aus dem Blumtautal kredenzt. Auch für Weinkenner lohnt sich ein Besuch im Gasthof Schloss Aigen. Denn alleine die beiden Eigenabfüllungen mit den treffenden Namen Eigensinn und Eigenart gelten als echte Gaumenfreuden. Neben diesem umfangreichen Speisen- und Getränkeangebot hat man im Traditionsgasthof auch bei den Räumlichkeiten die Qual der Wahl. Denn neben dem idyllischen und ruhigen Gastgarten gibt es noch 3 weitere Möglichkeiten. Ja, wir befinden uns hier in der Gaststube. In der Gaststube kommen die Gäste zum à la carte Speisen, haben bis zu 50 Personen Platz. Und das ist dann speziell für den Sonntag auch sehr gefragt. In der Kaminstube, das ist der zweite Bereich im Restaurantbereich, das ist in der grünen Vertäfelung, so wie es auch in Wien immer klassisch war. Und dort gibt es von 10 bis 35 Personen für verschiedene Anlässe, also für kleine Taufen, für Sponsoren, die Möglichkeit hier zu feiern. Und dann haben wir noch den großen Bereich, unsere Schlossstube. Dort werden große Feste gefeiert, also beginnt mit Taufen, Hochzeiten, Firmenfeiern bis zum letzten Fest. Egal welchen Raum man wählt, überall ist die Tradition und Geschichte des Hauses zu sehen und zu spüren. Das liegt auch daran, dass sich die Optik seit 3 Jahrzehnten kaum verändert hat, nachdem Nikolaus Prinz von Altenburg, ein Urenkel von Kaiser Franz Josef, den Gasthof 1982 neu gestaltet hat. Dieses Festhalten an alten Werten ist sicher mit ein Grund, warum der Gasthof Schloss Aigen so gut ankommt.